Ja, war er denn erkenntnisreich? Hat es sich gelohnt für Sie? Absolut. Das war wirklich super informativ und sehr erhellend, was wir von Dan McCrum heute hören konnten, 5 Stunden lang. Und wir sind jetzt auch, glaube ich, durch die Diskussion mit den zwei Frauen im Bereich Wirtschaftsprüfung sehr, sehr gut vorbereitet für die dann Zeugenbefragung von EY und anderen, um dem auf den Grund zu gehen. Wir haben jetzt eine bessere Vorstellung, wie der Bilanzbetrug vonstatten gegangen sein muss und was für ein umfangreiches System die Wirecard-Spitze aufgebaut hat über Jahre, damit das so lange dann doch unentdeckt geblieben ist. Wir haben aber klare Hinweise darauf, dass es massives Versagen gegeben hat bei EY, bei der BaFin, bei den entsprechenden Aufsichtsbehörden. Es gab ja auch von Ihrer Seite Kritik daran, dass das jetzt hinter verschlossenen Türen quasi stattgefunden hat, dieses Expertengespräch mit Dan McCrum. Finden Sie jetzt, dass es gut war, dass es erst diese erste Runde an Gespräch gab und er später als Zeuge geladen wird? Oder hätten Sie es lieber gesehen, jetzt indirekt als Zeugen zu befragen? Das war ein absurdes Spiel von der Koalition. Es ist völlig überflüssig. Und Herr McCrum hat aber heute sehr, sehr deutlich gemacht, dass dieser Eiertanz von der Koalition einfach kompletter Blödsinn gewesen ist. Die Koalition hat heute selber eingeräumt, wie stark sie ihn fanden und wie erhellend sie seine Aussagen fanden. Und ich glaube, der Blick auf die Rolle von Dan McCrum in diesem ganzen Wirecard-Skandal hat sich heute um 180 Grad gedreht bei der Koalition. Und das war es wert. Es wäre noch besser gewesen, es wäre gleich öffentlich gewesen. Aber ich hoffe, in der Angelegenheit war das heute ein echter Turning Point. Okay, alles klar. Herzlichen Dank und schönen Abend.